9.117.215 Euro und 0 Cent. Genauso viel hat eine Familientippgemeinschaft aus der Landeshauptstadt Schwerin im August 2019 im Lotto gewonnen. Damit konnte sich das Land Mecklenburg-Vorpommern über den bereits 50. Lotto-Millionär freuen. Namen, Adressen oder Telefonnummern der Glückspilze wurden aus verständlichen Gründen bei der Pressekonferenz der Lotto MV am 6. Januar in Schwerin zwar nicht publik gemacht, dafür aber einige Glücksbotschaften und Zahlen. In 23 Fällen gingen die Gewinne in Höhe von über 50.000 Euro nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Käufer der Lottoscheine ihrerseits brachten der Lotto MV GmbH im Jahre 2019 ganze 114,75 Millionen Euro ein. Das Spiel hat positive, aber auch Schattenseiten, nämlich ein Suchtpotenzial. Lotto in staatlicher Hand sichert das ab. Lotto sorgt dafür, dass bestimmte Altersgrenzen beim Spiel nicht unterschritten werden dürfen. Lotto sorgt dafür, dass bestimmte Spieleinsätze nicht überschritten werden dürfen. Und Lotto sorgt vor allen Dingen auch dafür in staatlicher Hand, dass das auch kontrolliert wird. Da gibt es beispielsweise sogenannte Mystery Shopper, die dann in den Annahmestellen auch mal kontrollieren, ob dann einem 15-, 16- oder 17-Jährigen ein Tippschein abgenommen wird. Aber nicht nur Zweibeiner können sich über Millionenausschüttungen von Lotto freuen, sondern auch Tiere. Neben den Zoos wurden aus den Lotterieerlösen 2019 insgesamt 123 regionale Umweltprojekte mitfinanziert. Dazu hat die Lotterie Bingo mit 1,4 Millionen Euro beigetragen. Und auch Menschen konnten dabei glücklich gemacht werden. Über 730.000 Euro flossen letztes Jahr an den Olympischen Sportbund, Freie Wohlfahrtspflege, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Evangelische Landeskirche MV. Dafür sorgte unter anderem die beliebte Glücksspirale. Also wir haben, wie gesagt, insgesamt ca. 22 Millionen Euro, die wir in den Landeshaushalt einspeisen. Und diese Mittel müssen gesetzlich auch für gemeinnützige, soziale, kulturelle und sportliche Zwecke eingesetzt werden. Dort werden die unterschiedlichsten Projekte gefördert, unter anderem zum Beispiel die Ehrenamtsstiftung, die Sportförderung kriegt einen großen Betrag, die Festspiele kriegen einen Betrag. Apropos, ab 2020 werden die gelben Lottoscheine um 20 Cent teurer. Dafür soll die Lotterie 6 aus 49 aber noch attraktiver werden. Vor allem wird dabei die Aussicht auf einen zweistelligen Millionenbetrag in der obersten Gewinnklasse beitragen. Wer es nicht glauben will, sollte an die 50 Lotto-Millionäre aus Mecklenburg-Vorpommern denken. Diese gibt es tatsächlich.